steht ein Reh. Wenigstens ein kleiner Jagderfolg. Ach, weg mit der Trophäe, weg. Pfui. Na, steht da? Doch, ein Reh. Ich wollte gerade sagen, da steht da schon wieder was da oben. Komm, jetzt zwei Schuss, hä? Zwei Pfeile. Das sollte reichen. Wir sollten jetzt genügend Rehfälle haben. Oh, da kommt noch mal zu. Mensch, dass sie immer ausweichen müssen. Ja, da kannst du noch so einen Baum vorgucken. Gott, das wäre nochmal mehr. Schlage ich einen Baum weg. Ich glaube, das ist so dunkel, dass ihr die gar nicht seht. Meine Güte. Den haben wir. Auch der eine will verbrannt werden. Dann machen wir das mal fix noch. Lagerfeuer kennen wir uns ja aus. Oh, das war das Falsche. Aber ich glaube immer, so Lagerfeuer bedeutet immer Ärger. Ah, schade. Der eine, der auf den Baum geflüchtet war, der hatte echt schon viel gefressen. Kann sein, dass das der war, ja, den wir jetzt platt gemacht hatten. So, sind die Knochen fertig. Die steckt man in die Tasche und weiter geht's. Weiter geht es. Schade. Nichts mit Waschbären heute.
Ich gucke schon nach jedem Geräusch, was ich höre. Was es für ein Tier sein könnte. Da steht schon wieder ein Reh. Jetzt haben wir genug Rehe. Rehe brauchen wir heute keine mehr. Denke ich. Wir haben jetzt 6 Rehfälle. Reicht aus. Oh, hier war doch einer. Hier ist ein Waschbär. Den müssen wir jetzt folgen. Baum getroffen. Nee, wir haben ihn. Es sah aus, als wenn ich einen Baum getroffen habe. Waschbärfell. Und davon brauche ich jetzt eins. Eins brauche ich nur. Mission erfüllt. Wir können eigentlich nach Hause gucken auf der Karte, wo wir den genau gefunden hatten. Ja. Genau östlich von unserer Base. Eigentlich genau neben unserer Base. Wir sind durch einen halben Wald gelaufen. Haben hier mächtig was einstecken müssen. Ich würde jetzt vielleicht nochmal kurz speichern und dann gucken wir... Ja, komm mal mit hier. Kommt mal. Was machen denn die alle an unsere Fallen? Wow, 2 mit einem Schlag. Komm, ich habe noch mehr Fallen. Einer noch. Ja, los, jetzt rein ja. Der ist übel. Der will einfach nicht in so eine Falle rein. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Wo ist unser... Wir machen erstmal das kleine Feuer an. Das gibt ein schönes Feuerchen. Aber schon kurios, dass die hier direkt bei unseren Fallen einfach so rumstehen und warten. Wir brennen.
Ja, lag nicht so wirklich drin. Das geht so nicht. Wenn schon, rein damit. So, machen wir nochmal unser großes Feuer auf. An. Oh, das ist weg. Das müssen sie zerschlagen haben. Das stand doch genau hier. Das hat denen wohl nicht gefallen. Es ist weg. Mit voller Rüstung sind wir los. Zweimal haben wir sie schon repariert. Jetzt noch ein drittes Mal. Ja, wir können uns erstmal zurückziehen. Schnell zurück ins Lager. Und wir 2, 4, 5 Teile haben wir jetzt. Und 2, 4, 5 Teile haben wir verloren. Das ist schon richtig übel. Aber es geht ja noch. Okay, wir haben eine Menge Fleisch mit. Das muss jetzt erstmal an den Trockenständer. Wir haben ja Rehfleisch. Hasen getötet. Ist ja zum Essen gedacht. Wir haben getrocknete Hase, getrocknete Echse und getrocknetes Fleisch. Die Echse essen wir jetzt weg. Ja, das war... Das war eine Nachtwanderung, meine Güte. Was ich auch noch machen wollte, hier noch versuchen, eine Zwischendecke einzuziehen, dass das einfach oben nicht so schäbig aussieht. Das sieht irgendwie, naja, wie gewollt und nicht gekonnt aus. Sieht zwar schön von innen aus, mit der Schräge oben, aber es ist Pfusch am Bau. Muss man so sagen. Eigener Boden. Wir brauchen... Was gibt es denn eigentlich noch? Mal so ein eigener Boden. Wenn wir den jetzt nehmen, würde da hier... Oh. Doch, da passt hier oben rein. Würde ich vielleicht sogar machen. Jetzt hier noch so einen Boden brauchen wir 19 Stämme. Das ist ja okay. Das geht ja regelrecht. 19 Stämme. Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Meine akrobatischen Künste beim Versuch, die Echse zu erlegen. Fallen sind ja alle aufgestellt. Auch der Galgen steht. Ja, lasst uns mal oben Stämme holen. 19 Stück, das geht doch schnell. Nochmal kurz gucken, ob hier alles friedlich ist. Sieht zumindest so aus. Für den ersten Moment. Fundament fehlt. Wer hat denn hier so gewütet? Lagerfeuer weg. Fundament weg. Was
ist hier los? Jetzt sammeln wir erstmal ohne Fundament. Ich glaube, das geht genauso gut. Wenn nicht sogar besser. Nee, also mit Fundament ging's besser. Eindeutig. Anfang ist getan, es geht jetzt wieder hoch, weitere Bäume schlagen und da bauen wir uns noch mal ein neues Fundament da oben hin. Das war jetzt doch zu heikel, also es geht definitiv, oder wir versuchen es einfach. Muss ich halt nur einen Tick mehr aufpassen. Ich weiß, was ihr wieder schreiben wollt. Wir haben doch hier einen Schlitten, warum nutze ich den nicht einfach? Die Bar lohnt sich, glaube ich, der Schlitten nicht. Wenn wir den dahin geschafft haben, dann verklemmen wir uns dreimal, müssen den wieder zurückschaffen, müssen wieder abladen. Da bin ich doch die 4-5 Mal hier hin und her gerannt. Ja, von hier oben sieht die gar nicht so übel aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es wird. Es kostet nur alles viel Zeit. Bauen, farmen, überleben, erkunden. Und da ist die Decke fertig. Ansichtssache. Sieht gar nicht so übel aus. Wenn man jetzt hier innen noch schön Trophäen dranhängt, dann wird es gemütlich. Ob die Trophäenhalter, die kann man überall dranhängen. Hier erstmal, komm, pass mal auf. Fällt mir gerade ein. Eine schöne Deckenleuchte noch rein. Die konnte man bisher noch nicht bauen, weil wir keine richtige Decke hatten. Knallflagge, Kletterseil, Baumharzsammler. Ich muss immer durch den Kran, gibt's. Ich muss halt immer mal gucken. Ich weiß selber noch nicht so richtig. Ich weiß schon, ich habe schon 3-4 Mal durchgeblättert, aber ich vergesse das halt immer wieder, was es alles gibt. Eine freistehende Seilrutsche. Eine Baumseilrutsche. Und was ich mich immer frage, ich habe da schon ein paar Mal in Videos gesehen, dass die Baumstämme rutschen lassen. Aber ich weiß halt nicht, ob das mit so einer Standard-Seilrutsche hier funktioniert. Oder ob es da irgendwas Spezielles gibt, wie man dann den Baumstamm an der Seilrutsche anbringt. Ein Knochenstuhl. So, wir kommen der Sache näher. Hier haben wir schon mal einen Trophäenhalter. Wandpflanztopf. Was können wir denn da einpflanzen? Wandpflanztopf. Ich habe hier ein paar Pflanzen einstecken.
Hä? Du? Wachsen die oder? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich die reingepflanzt. Und ich dachte, jetzt haben wir gleich so eine Blume drin stehen. Muss man beobachten, was daraus entsteht. Können wir nichts machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Kronleuchter. Kronleuchter. Acht Totenschädel. Vielleicht haben wir sogar draußen noch liegen. Lass mal gucken gehen. Alle weg. Schade, alle weg. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein neues Ziel. Knochenrüstung herstellen und Köpfe führen, Kronleuchter sammeln. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Trophäe wieder mit zurückbringen. Also es gibt ja noch eine Menge zu tun. Und da würde ich erstmal für heute hier die Aufnahme beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Und bis zum nächsten Mal.